Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Super Mario 64. Im letzten Part haben wir endlich hier den oberen Stock erreicht und dann schon einige Level reingehabt, vor allem hier in, Aquana Atlantis im Deutschen. Haben aber hier komplett die Tür übersehen, die meines Erachtens nach direkt zum 10. Level führen müsste. Ihr seht schon, man sieht das erstmal auch seit dem Beginn des Spiels Lakito hinter uns, wie die ganze Zeit die Kamera führt. Und das Wichtige ist, der Spiegel zeigt uns die Bilder an der Wand. Aber im Spiegel dort ist ein Bild und hier nicht. Also können wir durch die Wand durch in Kurs 10. Snowman's Land. Snowman's Big Head. Also geht's wieder um einen Schneemann. Diesmal zum Glück aber nicht auf die ganz schlimme Weise, so wie das letzte Mal mit auf Beberberg Bob, nicht Frost. Ach, hier, den Quarky gibt's auch schon seit 64. Das habe ich irgendwie komplett vergessen. Ich dachte, der wäre irgendwie aus dem Galaxy-Zeiten oder sogar später gekommen. Ist ja cool. Ups, kommen wir nicht lang. Egal. Gucken wir uns einfach mal ein bisschen um. Ich bin allgemein überrascht, dass es hier sogar zwei Schnee- und winterliche Level gibt. Ich will mich natürlich nicht drüber beschweren. Ich mag winterliche Level irgendwie immer gern. Vor allem in 64 war es auch noch nicht ganz so extrem mit dem ganzen rumgerutscht. Ups, ouch. Ach, dann sammle ich schnell die rote Münze, dann sind wir auch wieder geheilt. Hier den Bulli, den gibt's auch. Ach, um den können wir uns eigentlich kümmern, wenn wir hier eh schon sind. Eiswasser funktioniert übrigens genauso wie Lava, wie ihr gerade unschwer erkennen konntet. Oh komm! Was ist das denn hier? Wenigstens nicht ins Eiswasser rein. Hey, wie soll ich denn an dem vorbeikommen, Leute? Ich treibe mich eher selber zurück, als ihn hier weg. Wowba, wowba. Nein, wowba. Ich glaube, ich muss mich mal kurz ein bisschen heilen und... Keine Ahnung, vielleicht mache ich aber erst einen regulären Stern, ich weiß gerade nicht. Ach, der ist so schön im Weg und deshalb will ich mich ja auch um ihn kümmern. Leben. Wir haben zwar nach wie vor Mask... Oh, nicht wieder so ein Ding. Was ist das denn hier? Wie traue ich mich jetzt nicht, wenn ich das berühre, bin ich nachher tot. Mal hier ein paar Münzen sammeln, dann sind wir ein bisschen sicherer. Jo. Gleich hier nochmal. Stampfattacke, fliegen wir auch nicht hoch. Und komplett geheilt können wir uns jetzt noch um den Eisbully kümmern. Ich will mich jetzt eigentlich schön um den kümmern. Ihr fragt euch vielleicht, wie kommen wir an die roten Münzen dort unten werden? Und ich denke mal, das werden wir jetzt auch noch im Verlauf des Parts sehen. Steh auf, Mario. Oh, du bist so ein Trotteltier. Oh, eigentlich steht er da ja ziemlich gut. Ist er gerade von alleine? Ich glaub's nicht, leichtester Stern aller Zeiten. Er hat sich gerade wirklich selber umgebracht. Egal, gut für uns. Here we go. Ja, ich wollte mir eigentlich mal eine Liste aufmachen mit den Namen von den Welten im richtigen Deutschen. Ich find's nach wie vor ein bisschen schade, dass die Wii U-Variante, also die Virtual Console, auf Englisch ist. Kümmern wir uns jetzt aber erstmal um den regulären ersten Stern. Wir gehen einfach mal hier weiter und... Ich lasse mich von nicht so viel ablenken. Genau, wie wir da an die roten Münzen kommen. Ich denke, das sind wir auf jeden Fall noch im Verlauf des Parts. Das sind ja nur, glaube ich, dann zwei, drei Sterne vorher. So, hier gibt es auch zwei Optionen. Könnten. Genau, das ist kein Eiswasser zum Glück. Obwohl, es ist Eiswasser. Wir nehmen Schaden drin, anstatt uns zu heilen, aber kein so ein tödliches. Hier kommen wir leicht hoch. Wop. Rutschen wir aber auch viel. Genau. Aber wo war ich jetzt stehen geblieben? Ach, keine Ahnung. Wie gesagt, das mit dem Eiswasser sehen wir definitiv noch. Am Ende passt es ja, glaube ich, wieder der vierte Stern hier. Und ja. Mutter Pinguin. Hey, wer ist da? Wer klettert auf mir rum? Ist das eine Eisameise? Ein Schneefloh? Was auch immer es ist, das nervt mich. Ich denke, ich werde es wegpusten. Und ihr seht, er macht seine Drohung wahr und pustet. Und der Witz ist jetzt, dass uns hier der große Pinguin eigentlich Schutz gibt. Ich habe bloß nicht damit gerechnet, wie unglaublich... Ach komm, wie oft will ich denn in das Ding noch reinrennen? Wenigstens haben wir jetzt unsere Mütze wieder. Genau, der Witz ist nämlich, dass man dann von dem Schutz kriegt. Und deshalb nicht weggepustet werden kann, habe ich erstmal den Stern geholt, der war auch schön simpel. In the deep freeze, also. In dem tiefen, gefrorenen, keine Ahnung.
Stimmt, wie ist überhaupt der zweite Stern? Chill with the Bully. So abhängen mit dem Bully. Also einmal mehr, ho. Wir sammeln hier Sterne, die ich gar nicht geplant habe. So, hier kann man doch gut rübergesprungen. Bloß keinen Schaden nehmen, das ist wieder so eine Fake-Münze. Also keine Fake-Münze, das Ding spuckt ja auch Münzen aus, aber... Ups, der war ein bisschen früh. Oh, aber nicht mich wegschieben. Springst du mal, Mario. Oh, Mann, werde ich damit weit geschoben. Die Kamera macht's auch echt nichts besser. Ah, egal, ich bin oben. Oh, aber nicht runterrutschen, Mario. Irgendwie ist hier wirklich alles extrem rutschig. Das hat's natürlich mit dem Pinguin auch nicht leichter. Ich versuche nicht ganz so hektisch zu laufen, sondern schön vorsichtig. Es geht ja wieder rückwärts ein Stück, das Spiel kenne ich schon. Jetzt wäre natürlich eine gute Gelegenheit, um einfach durchzulaufen, aber ich glaube, dann erwischt der Fuß einen trotzdem noch. Egal, wir sind durch. Und jetzt kommen wir genau hier hoch. Und da vorne seht ihr schon, ist der Stern. Ich will bloß jetzt hier nicht runterrutschen und nochmal hochklettern müssen. Da haben wir ihn. Schon der dritte Stern. Wir sind gerade mal 6 Minuten dabei. Nicht schlecht. Der große Kopf des Schneemanns. An Nummer 4. Whirl from the Freezing Cone, also Wirbel hinauf vom gefrorenen See. Und ich glaube, ich weiß schon, worum es sich dabei handelt. Ich weiß bloß nicht, ob ich das jetzt so direkt im ersten Anlauf hinkriege. Das ist nämlich einer der wenigen Sterne, wo man nur ein paar Versuche hat. Es geht nämlich darum, ups, nicht dagegen zu rennen. Oh, was ist das denn hier? Springst du raus? Ihr seht ja schon, dort sind nochmal so eine Dingsies im Boden, im See, und die können uns hier hochwirbeln. Und hier in dem einen versteckt sich der Stern. Und für die restlichen beiden Sterne müssen wir gleich wieder hier rüber. Werdet ihr aber auch gleich sehen, und dann wird sich auch klären, wie wir da rankommen. Währenddessen habe ich mich bemüht und mir mal die Liste aufgemacht mit den Kursnamen auf Deutsch. Und zwar befinden wir uns gerade in Frostbollenfrust. Und im letzten Teil waren wir viel in Atlantis Aquaria unterwegs. Jetzt geht's erstmal wieder ab. Genau, wie heißt jetzt das Level überhaupt? Genau, Shell Shredding for Red Coins, also. Panzersurfen, genau, Panzer ist es im Deutschen. Panzersurfen für rote Münzen. Und da ist der Name auch Programm. Wir gehen wieder hier rüber. Und jetzt gucken wir uns mal an, was hier in dem zweiten Kasten ist. Nämlich, wie vom Namen zu erwarten ist, ein Cooper-Panzer. Warum komme ich jetzt hier nicht hoch? Geht er. Den wir ganz entspannt durch die Gegend surfen können. Und ihr könnt es euch schon denken, wie über Lava können wir mit dem Ding hier auch durch die Gegend brausen. Oh, kriege ich jetzt die Münze, danke. Und die 8 habe ich doch, glaube ich, hier auch irgendwo hingesehen. Autsch. Egal, dahin ist sie ja. Oh, ich wollte doch drauf springen. Das Ding macht mich echt gerade fertig. Egal, da ist der Stern, das ging fix. Ah, direkt beim Eingang bei der Kanone. Ja, und das ist simpel gemacht, wenn man es kennt. Und macht auch echt Laune über das Eiswasser. Man muss bloß aufpassen, ich kann ja noch mal ein bisschen die Kamera drehen. Ihr seht, dort sind so kleine Steine im Boden und die sollte man natürlich nicht berühren, denn dann ist der Kuba-Panzer weg. Nicht nur nimmt man einmal Schaden, sondern kommt auch nicht mehr so leicht ran. Aber damit ist auch dieser Stern gesammelt und wir sind schon 5 von 6 Sternen in diesem Kurs. Das geht ja heute mal fix. Der 6. ist jetzt ein bisschen versteckter, nämlich in das Iglo hinein. Kanone braucht man irgendwie gar nicht. Ich weiß auch gar nicht, wo der rosa Baum dafür ist. Naja, ist auch letztens nicht so wichtig. Und ein weiteres Mal brauchen wir den Cooper-Panzer. Ich glaube nicht zwangsläufig. Man kann es auch ein bisschen mit Sprunggeschick so machen. Aber mit Cooper-Panzer ist natürlich deutlich entspannter. Deshalb hole ich mir den jetzt einfach. Vielleicht ist euch schon aufgefallen, jetzt eben auf dem Weg nach oben beim Schneemann gab es hier eine Münzstrecke zu sehen. Ups. Und mit dem Cooper-Panzer kommen die eigentlich entspannt hoch. Dann muss ich es selbst halt eben ohne probieren. Komm schon, mach einen Doppelsprung, danke.
bloß, wie ich da jetzt am besten hochkomme. Nee, hier rüber komme ich nicht. Ich glaube, ich muss es von oben probieren. Wie gesagt, mit dem Cooper-Panzer wäre entspannt gewesen, aber so gut wie der Part jetzt schon lief, macht es auch nicht, wenn ein bisschen Fail mal dabei ist. Ich darf mich bloß von dem Ding nicht wegwehen lassen, weil sonst lande ich viel zu weit weg. Ich muss da eigentlich nur über vorne die Klippe. Na genau, komm zurück, kleiner Pingu. Oder großer Pingu. Und nimm mich mal mit. Oh. Na, wenigstens nicht ganz runter. Ich glaube auch, man kann auch anderweitig auch nicht darunter hochkommen. So zum Beispiel nicht. Oh, was ist das denn? War das ein Gerutsche? Ich glaube, der Cooper-Panzer regeneriert sich leider nicht. Ich kann es natürlich auch mal hier mit dem Ding probieren. Ne, bei weitem nicht. Es gab auch noch andere Wege, das weiß ich. Ich weiß gerade partout nicht wie. Ich probiere es mal von da oben, ansonsten muss ich halt eben das Level neu starten. Mir ist ein bisschen ärgerlich, dass es mit dem Cooper-Panzer nicht geklappt hat. Ah, als ob ich gegen die Wand prölle. So, hoch da. Hoch die Maus. Ja, ansonsten, was kann ich hier über das Level sagen? Ich finde, es ist vergleichsweise klein zum ersten Schneegebiet. Und die Sterne sind auch sehr, sehr konzentriert, sage ich mal. Und alle sehr auf dem obwohl nicht mehr richtig auf dem Haufen, aber trotzdem sind sie schnell eingesammelt. Wenn ihr bedenkt, wir sind 11 Minuten dabei und haben schon 5 von 6 Sternen. Ich kann es euch auch verraten, in dem namensgebenden Igloo ist dann auch nicht mehr so viel. Jetzt bloß nicht aufpassen, nicht runterzufallen. Nicht ganz so schnell, kleine Pinguinmutter. Egal, ich kann durch. Nein! Warum gehst du weg? Was machst du denn, Pinguin? Ich war doch schon drüben. Ah. Wisst ihr was? Hä, warum kann ich nicht aus dem Kurs jetzt? Ich mach's nochmal kurz neu mit dem Cooper-Panzer. Das ist mir jetzt doch ein bisschen zu offen. Prinzip ist klar, denke ich mal, wie man da noch rankommt. Und ja, muss mich ja jetzt hier nicht abkühlen, wenn es auch den leichten und hübschen Weg gibt. Jetzt wissen wir hier rechts rum zum ersten Kurs. Und ihr habt schon gesehen, da verbirgt sich auch noch eine Treppe. Man hat sie auch ganz am Anfang vom Part gesehen. Die führt dann noch tatsächlich ins zweite Obergeschoss. Für mich war es immer eine Ebene, aber nun gut. Wo sich dann die finalen beiden Kurse und der finale Kampf gegen Bowser verbergen. Ich hoffe, ich spoilere jetzt niemanden damit, dass der finale Kampf gegen Bowser sein wird. Ich hatte es als offensichtlich angesehen. Und ich denke mal, so geht's auch den meisten. Also, jetzt aber erstmal ein bisschen konzentrieren, diesmal den Cooper-Panzer nicht verschwenden. Hoch mit dir, Mario. Ich bin überrascht, dass mir der Sprung so gut gelingt. Normalerweise hatte ich immer richtig Probleme mit dem. Komm. Hier nicht gegen. Hoch. Jo, geht doch. Irgendwo abprallen. Und das ist jetzt ein Iglo. Es sieht winzig aus, man kommt auch so nicht rein, aber wenn man sich duckt und krabbelt, kommt man tatsächlich rein. Und wie vieles Magisches ist es von der Innenseite größer als von der Außenseite. Und ihr seht schon, dort verbirgt sich der Stern. Doch wie kommen wir durchs Eis, fragt ihr euch? Naja, ganz simpel, ihr seht da hinten, gibt es eine Tarnkappe. Ich muss bloß gucken, wie man hinkommt. So, hier gibt es nämlich eine Einbuchtung drin. Wir sind unverwundbar, können durch Eis gehen. Eigentlich können wir mit der alles machen. Jetzt muss ich bloß gucken. Ich glaube, hier war es genau. Rückwärtsseite. Und da ist der Stern. Wenn man es kennt, ist es simpel. Bloß blöd natürlich mit dem Cooper-Panzer gelaufen, aber egal. Ja, aber dann haben wir den Kurs abgehakt. Sans 100 Münzen. Wie gesagt, das hole ich irgendwann mal nach, wenn es lustig wird. Dann können wir uns jetzt gleich den letzten beiden Sternen von Atlantis Aquaria widmen. Ich frage mich auch echt, wer auf den Namen gekommen ist, vor allem wenn es im Englischen Red Dry World heißt. Go to town for red coins, also gehen die Stadt für rote Münzen. Stimmt, das habe ich gar nicht drauf geachtet. Wegen reinhüpfen. Aber ich bin der Meinung, wir hatten ja schon mal die Kanone aktiviert im letzten Part. Ist halt eben auch schon wieder eine Woche her, aber... Die Frage war bloß, wo war die Kanone nochmal? Es
gibt zwei Optionen. Entweder wir nehmen Kanone halt eben. Oder wir können den Wasserpegel ganz nach oben packen. Ich mag die Kanone lieber, weil sie dann halt eben die Torstrecke umso geringer macht. Hier wäre man übrigens regulär zum ersten Stern gekommen mit diesen Pfeildingern, aber das mag ich nicht, deshalb habe ich es. Umgang geht ja auch. So, dann mache ich halt eben das Wasser ganz nach oben, ist auch eine Option. Hätte ich auch gleich von Anfang an machen können, aber egal. Ich glaube. Ups. Jetzt machst du noch einen Doppelsprung, nachdem du da abprallst? Auch merkwürdig. Ich glaube, hier ist ja der maximale Wasserstand. Aber er ist noch nicht hoch genug. Ich weiß gar nicht, ob man ihn überhaupt so hoch kriegt, dass er reicht. Oder ob man das nur durch Reinspringen machen kann. Oder war da hinten die Kanone? Jetzt bin ich gerade richtig irritiert. Aber die haben wir doch schon mal gesehen. Da oben ist auf jeden Fall der rosane Bob-Omb. Aber mit dem haben wir schon ziemlich sicher gesprochen. Ah, hier hochlaufen kann ich nicht, oder? Doch, kann ich. Das ist ja cool. Also doch, so richtig muss man schön hoch machen. Ich glaube, das ist eher der reguläre Weg. Und ihr seht schon, dort sind zwei Leben zu sehen. Oh, wir wollen eher dort nach hinten. Oh, der war ein bisschen... Nein! Oh, Millimeter. Schwimm schon, du kleiner Mario. Das kann jetzt im Moment dauern. Das ist einer der aufwendigeren Sterne. Aber stört er letzten Endes auch nicht. Irgendwie mit Atlantis Aquarium habe ich allgemein gemischte Gefühle. Es ist eigentlich eine relativ coole Welt. Allein die Idee, dass der Wasserpegel davon abhängt, in welcher Höhe man reinspringt, ist ziemlich einmalig, denke ich. Ja, irgendwie wirkt sie immer ziemlich düster und verlassen auf mich und macht mich traurig. Ich kann es gar nicht genau beschreiben. Es wird vielleicht auch noch verstärkt, wenn jetzt... Wow, ich dachte schon, man kann da auch hinter durchfallen, aber keine Sorge. Wir werden also in einer unsichtbaren Mauer abgeprallt, aber für einen Moment war ich mir sehr, sehr unsicher. Irgendwie, ich weiß nicht, sie macht mich traurig. Es erinnert mich ein bisschen an Lido Sirena von Super Mario Sunshine, was auch eigentlich ein sehr fröhlicher Ort ist. Aber mit dem verfluchten Hotel war es immer irgendwie so ein bisschen gruselig, unheimlich und hauptsächlich traurig, finde ich. Wie gesagt, vielleicht auch verstärkt hier durch den Teil, dass man jetzt hier nämlich nochmal in seine Art Unterwasserstadt kommt. Deshalb wahrscheinlich auch der Name Atlantis. Und dann halt eben hier 8 rote Münzen sammeln muss. Es gibt, glaube ich, 2 Wasserstände. Einmal den hier oben. Und dann ganz unten nochmal. Was mich eher gerade stutzig macht, ist, dass man hier ja rote Münzen drin hat. Das hat man eben schon gesehen. Ich weiß partout nicht, wie man die gerade aufkriegt. Ich kann es natürlich mal mit einer Metallkappe probieren. Aber da komme ich auch nicht drüber gesprungen. Nee. Jetzt muss da irgendwie der Wasserpegel nach unten gesetzt werden. Ich glaube, das war irgendwo hier. Ja, da. Ich glaube, so abgesehen davon, dass ich eh mit der Metallkappe nicht hochkomme. Obwohl, die Zeit könnte eigentlich, ja, reicht sogar, um hier zum Beispiel hochzukommen für eine Münze. Egal, können wir jetzt erstmal die da oben sein lassen. Und uns währenddessen um die anderen hier kümmern. Ups. Große Überraschung, hier ist eine drin. Rutsch. Teil dem mit dem Rückwärtssalto. Was? Warum bist du da nicht hoch, Mario? Was ist das denn? Komm ich da jetzt echt nicht hoch? Doch, geht doch. Bevor das jetzt nochmal so ein Krampf ist. Ich gehe hier lang. Nein! Egal, da ist sie. Immerhin schon Nummer 4. Mich interessiert jetzt mal viel mehr, was der Schalter hier bewirkt. Da habe ich nämlich so gar keine Ahnung bei. Aber wir haben schon gesehen. Hier ist nochmal eine drin. Das ist, glaube ich, schon Nummer 5.
Mit dem bloß noch die Frage, wie kommen wir auf die anderen Dächer? Also ich denke mal, es hat irgendwas mit dem Wasserpegel zu tun, aber... ich bin relativ ratlos. Oder kommen wir da hin? Vielleicht können wir da einen Wandsprung zwischen machen? Nee, der Winkel stimmt nicht und ist auch ein bisschen sehr weit. Grundlegend ja, aber... nein. Letzten Endes wirklich nein. Ist das jetzt echt zu hoch, um da rüber zu kommen? Ist ja gar nicht. Ich glaube eher, dass es was mit da oben dem Wasserpegel zu tun hat. Und was ist gerade mit der Kamera los gewesen? Keine Sorge, wir kommen da auch wieder problemlos hoch. Nämlich jetzt endlich dran. Das war ja kompliziert. Oh, irgendwie habe ich es gerade gar nichts mit der Stange. Mare, du bist kein guter Pole-Dancer. Boah, ach komm. Das war unnötig. Das bringt mich auf eine Idee. Vielleicht kann ich ja von da oben auch rüberspringen auf die Dächer. Ach komm. Das Wasser darf ja auf jeden Fall nicht hoch stehen, wenn ich auf den Dächern bin. Sonst kann ich ja die Boxen nicht zerhauen. Das ist aber auch hier friemlig ohne Ende. Nein! Oh, was ist das denn? Die Idee vielleicht von oben auf die Dächer zu hüpfen im Weitsprung ist gar nicht so blöd, glaube ich. Wenn ich es schaffe, hier über die Planke zu kommen. Vorsichtig, vorsichtig. Dem bloß das Wasser nicht. Da, das Ding ist natürlich blöd, aber es hat gereicht. Und die nächste rote Münze ist unser. Und da kommen wir auch gleich so rüber. Zerhauen den Block. Und dann müssen wir eigentlich nur noch einmal einen guten Sprung setzen und dann sind alle 8 roten Münzen unser. Boah, jetzt geht's, ich komme über die Mauer. Ach, dann gehe ich außenrum, ist mir jetzt auch egal. Will noch ein bisschen was schaffen, liebe Leute. Wenigstens Atlantis Aquario abschließen. Sind ja auch da nur noch jetzt hier eine rote Münze und ein weiterer Stern, den haben wir sogar schon gesehen. Ich kann auch gleich nochmal die Kamera raufzoomen, wenn ich oben bin. Komm. Warum ist es so schwer, in diese Stange zu kommen? Und zwar ist er da hinter dem Gitter. Und ich habe auch schon so einen Plan, wie man da hinkommt. Und ich glaube, ich muss mich dann bei euch entschuldigen. Weil ich hatte ja gesagt, dass Wilde Wasserwerft, also Dire Dire Dogs im Original. Nein, oh, ich hätte abbremsen müssen. Muss ich da doch irgendwie mit dem Wasserpegel interagieren, aber ich wüsste nicht wie. Vor allem, das Ding ist ja da ganz hinten. Oder dafür ist der Schalter hinten da. Ich probier's mal kurz aus. Ich weiß nach wie vor nicht, was der macht. Ausgelöst und jetzt mal einfach durch die Gegend rennen und gucken. Ist hier irgendwas passiert? Nee. Ich habe immer noch keine Ahnung, was der auslöst. Da ist ein Block erschienen. Aha. Das ergibt sogar in gewissem Maße Sinn. Aber ich habe eine andere Idee. Kann man vielleicht hier von den Bäumen aus hoch? Nee, das ist viel zu hoch. Ah, den Wasserpegel senken bringt gar nichts. Also mit dem Wasserpegel spielen bringt, glaube ich, gar nichts. Dafür ist der Laufweg von der Stelle, wo man den senkt, zu hier dem Haus echt viel zu lang. Und vor allem, das ist so hoch, da muss man ja extra früh dann da sein. Ist aber auch echt nervig, hier gerade hochzukommen. Komm. Jetzt stellst du dich aber auch gerade extra affig an, Mario, oder? Boah, ach komm! Was machst du denn? Ja, prall ab. Rutsch am besten gleich nochmal runter. Ach komm! Bisschen will mich das Spiel aber auch gerade ärgern, oder? Kamera? Danke, Kamera. Ich glaube, das Ding muss man hier auch extra langsam machen, weil ihr seht, die Kamera dreht sich dabei permanent. Ja, bisschen gecheatet vielleicht, aber die Münze ist unser.
kurz noch heilen. Ups, das sollte ein Weitsprung werden. Wie gesagt, sollte. Oh, ich gehe gleich wieder außen rum, Mario. Geht doch. Jetzt noch den Stern einsammeln und dann ist dieses Kapitel auch abgeschlossen. Zack. Wie gesagt, fehlt nur noch der 6. Stern und wir haben ihn ja schon gesehen. Go to town for red coins. Dann versuche ich mal extra hoch hier rein zu hüpfen. Das könnte maximal gewesen sein. Quick race through downtown. Also schnelles Rennen durch Downtown. Ich guck mal, ob man hier vielleicht auch raufgesprungen kommt. Das ist ja die maximale Einstellung. Ich dachte, es geht noch einen Ticken höher, aber... Ja, geht auch so. Ist doch super. Dann tauchen wir jetzt hier da lang durch. Wie gesagt, der andere Weg wäre halt eben... Ich dachte auch, dass es eine Kanone gäbe, die ebenerdiger ist. Oder zu der man von einem geringeren Wasserpegel hinkommt. Dann müsste man halt eben hier nicht so Ewigkeiten erstmal weit runtertauchen, aber... Naja, Schwamm drüber, würde ich sagen. Ein bisschen Schwimmen tut uns ja nicht weh. Genau, aber wir haben ja gesehen, wie der Stern theoretisch funktioniert. Wir sollen uns nämlich den Schalter hier unten aktivieren, Tarnkappe schnappen und dann dort schnell rüberlaufen und die Sprünge machen. Aber ich habe noch eine andere Idee. Ich will mal gucken, ob die funktioniert. Weil das Problem ist, glaube ich, wenn der Wasserpegel so hoch ist, sind wir zu langsam. Okay, der ist blöd gestartet. Ich kann es natürlich trotzdem probieren. Ach nee, Metall Mario kann ja nur eine Art von Sprüngen. Upsi. Kann er sich noch nicht mal irgendwo festhalten? Aber könnt ihr schon erraten, was mein Plan ist? Das Problem ist ja, Tarnkappen, ihr könnt die Tarnkappe auch gar nicht mit einem hohen Wasserpegel eigentlich holen. Es sei denn, wir sind schwer genug. Dass wir unter Wasser laufen. Oder? Nee, das funktioniert gar nicht. Also gibt es nur die Option. Also müssen wir Wasserpegel senken. Wofür ist denn diese Tarnkappe da? Die Metallkappe da? Verstehe ich nicht. Jetzt ist die Frage: erst Tarnkappe und dann auslösen? Oder erst auslösen und dann Tarnkappe? Ich glaube, erst auslösen. Weil wir können hier durch die Mauern abkürzen mit der Tarnkappe, was natürlich sehr nützlich ist. So, das zählt runter. Jetzt muss es wirklich gut funktionieren alles. So. Schnell durch die Mauern durch. Nee, das ist nicht machbar. Das andere Weite kommt man hier, glaube ich, nicht hoch. Wenn ich jetzt die Box hier nehme, müsste die andere doch wieder erscheinen. Weil dann ist ja die alte Kappe deaktiviert und es passt. Und man kommt hier auch bequem durch. Ja, da ist sie auch wieder. Also erst Kappe, dann aktivieren und dann beeilen. Stimmt, wir müssen auch mit der Kappe nur gerade so durch die Wand durch. Mit dem Sprung, dafür brauchen wir die Tarnkappe bei weitem nicht. Dann rennen wir hier einfach geradeaus durch. Ja, so sieht das doch gut aus. Hä, reicht immer noch nicht? Brauche ich dafür echt einen Rückwärtssalto sogar? Wow. Einer der technisch schwierigeren Sterne, aber ihr wisst, ich mag so eine Herausforderungen. Ich will auch ein bisschen gefordert werden. Meistens war es ja eher meine eigene Dummheit, dass ich irgendwas nicht hinbekommen habe. So, aber die Strecke kennen wir jetzt schon ganz gut. Und das Ding ist ausgelöst. Schnell durchgerannt. Ich hoffe bloß, dass wir dann nicht nochmal einen Stockwerk höher unter Zeitdruck kommen müssen. Oh, warum hängst du denn an der... Könntest du... Egal, hat gereicht. Und ihr seht schon, zumindest ansatzweise, dass es hier Zwischenstufen gibt. Und damit ist das geschafft. Und... Atlantis Aquarium ist abgeschlossen. Ach, ich habe eigentlich Lust, noch einen Stern zu machen. Part ist zwar schon wieder ein bisschen länger, aber... Ist ja mein Spiel. Und deshalb geht's gleich wieder zurück ins Fliegenpilz-Fiasko. Nämlich hier in das kleine süße Gemälde. Mir fällt gerade auf, das hat einen braunen Rahmen. Hat das vielleicht auch einen Unterschied?
Ob das Level betretbar ist oder nicht. Auf jeden Fall Level Mystery of the Monkey Cage, also Geheimnis des Affenkäfigs. Ich habe es auch schon angekündigt, dass ja der Affe, den wir im ersten Stern hier gesehen haben, noch eine Rolle spielt. Da unten ist übrigens die Kanone, die werden wir auch in diesem Part auf jeden Fall, in diesem Level auf jeden Fall brauchen. Aber noch nicht jetzt, denke ich mal. Ich überlege eigentlich, müsste es jetzt... Hey, ich dachte eigentlich, dass man da an den Ranken langklettern kann, aber scheinbar nicht. Hier sind auf jeden Fall rote Münzen noch versteckt. Ihr habt auch gesehen auf den Fliegenpilzen. Eine meiner unliebsameren Stellen, sage ich mal. Da kann man nämlich so schön leicht runterfallen. Aber wo war denn jetzt das Äffchen? Ich höre es grundlegend schon. Ich glaube, hier sollte man gar nicht hochkommen können. Autsch. Gib mir deine Münze zur Heilung. Ja, den Stern haben wir auch schon gesehen. Da oben gab es einen Schalter, womit man einen Block erzeugen konnte, der das dann einmal ermöglicht, da hochzukommen. Eigentlich recht simpel. Oh, komm. Was ist das denn hier mit den Goombas heute? Ich kann natürlich auch überlegen, ob ich den einfach mal kurz hole. Ach genau, da ist der Affenkäfig und da muss man, glaube ich, irgendwie... Oh, da stürzt einfach runter. Abgesehen grundlegend ist es nicht kompliziert, da hinzukommen. Ich habe natürlich auch versucht, ein bisschen gleich zu tricksen. Ach, da ist aber auch der Affe und ich glaube, ich wollte gerade im Wasserfall runterschwimmen. Oh, ich brenne. Ja, jetzt ins Wasser bringt auch nicht viel, Mario. Ich glaube, ich bin volle Kanne an dem Affen vorbeigerannt, oder? Ich glaube, ich muss ihn mitnehmen, genau. Ich hab's, es ist meins, hahaha. Und jetzt haut er nämlich mit unserer Mütze ab und jetzt müssen wir ihn fangen. Witz ist, wir nehmen ohne Mütze doppelten Schaden. Habe ich ja, glaube ich, schon mal erwähnt in der Wobi-Waber-Wüste. Ist ein bisschen so wie das Kaninchenjagen, bloß affiger. Oh, ups, op. Und ich bin unten. Könnte ich hier bitte mal rauskommen? Nein, kann ich scheinbar nicht. Was ist das denn? Ja, das wird scheinbar ein bisschen aufwendiger, das Stein, aber nun gut. Längere Parts machen auch nichts. Ich hab Spaß, ich hoffe ihr einfach auch. Ansonsten müsst ihr mitleben. Den Weg hier hoch kennen wir schon, aber ich glaube, den müssen wir dann noch gar nicht mehr so oft gehen. Ich frage mich bloß, wo ich vorhin aus Versehen abgeküsst habe. Wahrscheinlich mit den roten Münzen da. Mit den Ranken. Dass ich den Affen übersehen habe. Wir haben ihn ja auch die ganze Zeit schon meckern gehört. Ach genau, hier war es ja rüber. Schön viel Schwung. Ich glaube, ich... Als ob er über mich hüpfen kann. Nein. Es ist halt eben doch das Fiese, dass man dann gleich so einen Sprung nach vorne macht, wenn man im Rennen B drückt. Jetzt habe ich ihn... Nein! Als ob der Schallgeil verhindert hat, dass ich den Affen erwische. Egal, den erstmal platt machen und ein paar Münzen sammeln, das Ding wird doch schon wieder kritisch. Kannst du mir meine Mütze? Ja, jetzt geht's doch. Ah, lass mich los, du erwürgst mich. Ah, ich bin gestellt. Diese Kappe, ach komm schon, nimm sie wieder. Ist eine coole Kappe, ich geb sie zurück. Ich denke, sie steht dir sowieso besser. Ich denke, sie steht mir sowieso besser. Ha, ha, ha. Was hat es jetzt damit zu tun? Jetzt folgt er uns. Und jetzt müssen wir halt eben mit ihm, mehr oder minder, also wir müssen nicht großartig auf ihn aufpassen, zu dem Käfig da oben hoch. Oh, diese Baumstämme mag ich aber partout nicht. Ich glaube, hier folgt er uns auch noch. Ich hoffe es einfach mal für ihn. Ansonsten kriege ich einen leichten Hass. Autsch. Ich muss ein bisschen aufpassen, sonst kriegen wir gleich ein Leben abgezogen. Kommt der Goomba da auf einmal her? Ach genau, hier sind wir auch vorhin schon lang gerutscht. Ich mache mal von dem Goomba schnell eine Münze, dann ist nicht mehr ganz so kritisch alles. Da versteckt sich noch ein Lehm, aber das interessiert mich jetzt nicht. Wir konnten ihn ja nicht mitnehmen, ich habe ja nochmal nach ihm geschlagen. Zur Not gehe ich halt dem Tier zurück und... Irgendwie passiert hier nichts mit dem Affen. Dann hole ich mir den Stern und lasse es für heute gut sein. Und dann finden wir im nächsten Part heraus, wie man da rankommt.
Das war übrigens Breathtaking View from Bridge, also atemberaubender Blick von der Brücke. Und damit sehen wir uns im nächsten Part wieder. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir doch einfach einen Daumen da. Bis dann, ciao!